Oh ja. Nochmal eine Frage zur Fußballfrage. Mhm. Wie sieht es aus, wenn man blaue Augen anhängt an die Wand oder irgendwo? Was ist das Urteil, wenn man ein blaues Auge anhängt? Das blaue Auge, liebe Geschwister, was ihr alle mit Sicherheit kennt, das ist ein Amulett. Im Arabischen sagen wir Tamima dazu. Das ist ein Amulett und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses verboten. Er sagte, man allaqa tamimatan faqad ashrak. Derjenige, der so ein Amulett heranhängt oder anhängt an etwas, so hat er Schirk begangen. Weil die Leute denken, dass ein Amulett bzw. ein Glücksbringer dazu dient, um Schaden abzuwenden von einer Person. Das heißt, sie schreiben diesem Amulett, diesem Glücksbringer, eine Macht zu, die nur wer besitzt? Allah Azza wa Jal. Sie schreiben diesem Amulett eine Macht zu, dass dieser Schaden, dass dieses Schaden von ihnen abwenden kann oder sogar das Gute bringen kann. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَإِيَّمْسَسْكَ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Und wenn dich Schaden erfasst, das heißt, wenn dir ein Schaden passiert, ein Unglück passiert, so kann niemand diesen Schaden aufheben, außer Allah. Außer der Glücksbringer, außer Allah Azza wa Jal. Daher ein Gläubiger, er weiß ganz genau, dass diese Macht nur Allah Azza wa Jal zusteht. Nur Allah Subhanahu ist in der Lage, Schaden zuzufügen oder Schaden abzuwenden. Und ganz im Ernst, ich meine, jetzt nehme ich dir diesen Glücksbringer weg, dieses blaue Auge und schmeiße es auf den Boden und zertrete es. Was passiert danach? Stirbst du? Ist der Schaden dann weg? Wer hängt sich solche Glücksbringer an? Das sind meistens Leute, die haben viel Einflüsterung. Die sind labil, die sind nicht stabil. Denn derjenige, der stabil ist, vertraut richtig auf Allah Azza wa Jal. Und wenn du auf Allah Azza wa Jal richtig vertraust, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wenn du krank bist, hast du Bittgebete, die du sagen kannst. Wenn du von einem Ein getroffen wurdest, von Hasad getroffen wurdest mit dem bösen Blick, hast du Bittgebete, hast du Koran-Suar, die du lesen kannst, Koran-Ayat, die du lesen kannst. Das heißt, die Religion hat dir alles geboten. Wozu ein Auge, Yachi? Du hast doch schon zwei. Warum? Wozu brauchst du das? Und noch mehr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar Bittgebete gemacht gegen eine Person, der sich so ein Glücksbringer anhängt, um Schaden abzuwenden. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung hat Sheikh al-Albani als Da'if klassifiziert, aber Imam al-Dhahabi wa rahimullah ta'ala sagt, sie ist authentisch. Er sagte, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Derjenige, der ein Glücksbringer anhängt oder ein Amulett anhängt, so soll Allah seine Angelegenheit nicht erleichtern. Allahu Akbar, ein Bittgebet. Und er sagte, man ta'allaqa wada'atan, derjenige, der sich sozusagen eine Muschel anhängt, fala wada'a Allahu lah, so soll er niemals von Allah beschützt werden. Das heißt, genau das Gegenteil von dem, was diese Person beabsichtigt, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau gegen ihn Dua gemacht. Schlimm, oder? Das ist Dua vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Trifft das ein, ja oder nein? Natürlich trifft das ein. Deswegen, ja, lass dich nicht demütigen von so einer Sache. Reiß dieses blaue Auge ab, das ist Quatsch. Schmeiß das an den nächsten Ort weg und nimm so etwas nicht und warne auch deine Verwandten vor solchen Dingen. Wir haben Allah, Alhamdulillah, wenn Allah azza wa jalla uns schützt, dann schützt er uns. Wenn Allah uns nicht schützt, kann dich die gesamte Welt zwischen Menschen und Dschinn nicht schützen. Wallahu ta'ala ala wa'ala.